Ja, aktueller Titel Ritter. So, die Heucherei weiter ausbauen. Noch die Fischerhütte fertig ausbauen. Sollten wir auf jeden Fall noch eine Bäckerei. Wie sehen eigentlich unsere Eisenbestände eher mickrig aus? Eine Bäckerei und noch eine Räucherei errichten. Dadurch ist erstmal für mehr als genug Nahrung gesorgt in den einzelnen Regionen. Also auch für die Außenregionen mehr als genug Nahrung, meine ich. Ich glaube, die holen sich Nahrung, sobald sie im gelben Bereich sind. Geht der Erstbeste, der in die Stadt geht, um Waren abzuliefern, auch Nahrung mitzunehmen. So, die Räucherei ist noch auf 2, also geht jetzt auf 3. Ja, so wie der Holzfäller hier zum Beispiel. Der nimmt jetzt für alle Bewohner in dieser Hütte Nahrung mit. Deswegen ist es auch wichtig, dass hier mehr Leute wir haben. Die auch mehr Nahrung haben. Und ja, wir müssen bald die Kirche ausbauen. Das Lagerhaus können wir noch eine Weile lassen. Das erste, was wir aber ausbauen müssen, ist die Burg, damit wir Landvogt werden können. So, da fahren meine fleißigen Dorfbewohner los, um die Burg auszubauen. Gewissenhaftigkeit, Fleiß und harte Arbeit verdienen den gebührenden Lohn. Gegeben am heutigen erheben wir euch daher Kraft der uns zur Gebote stehenden Privilegien zum Landvogt. Mit all zu diesem Titel gehörigen Rechten und Pflichten viel Erfolg mit eurem neuen Rang. Mit den besten Wünschen, euer König, Beförderung zum Landvogt. Ich begrüße diesen Titel als Lohn für meine harte Arbeit. Nun sind wir stark genug. Ich sollte Janusberg aufsuchen, um die Stadt beim Kampf gegen den Baron von Randalfingen zu unterstützen. Ich muss nach Janusberg im Nordosten reisen und unsere Hilfe anbieten. Wir müssen diesen Baron von Randalfingen aufhalten. Alles klar. Ei! So, als nächstes könnte ich mich dann um Seife und Besen kümmern, aber das nächste Wichtige ist erst einmal die Kirche auszubauen, damit wir überhaupt mehr Bevölkerung haben. Wie ihr wünscht. So, Janusberg, jawohl, haben wir gemerkt, liegt hier hinten. So, wir haben jetzt auch die Möglichkeit, Schwertkämpfer auszubilden wieder. Für Bogenschützen brauchen wir dann noch Bogenmacher und eine Bogenschützenkaserne. Willkommen in Janusberg. Lasst uns darüber sprechen, wie wir den leidenden Siedlern von Gallos beistehen können. Auf euren Befehl! Ich habe die Stadt Janusberg erreicht. Also, wir leiden sehr unter der Knechtschaft des bösen Barons. Ein weiser Herrscher würde sich um alle Siedler von Gallos kümmern. Es scheint, als ob der Baron uns für den Moment in Ruhe lässt. Eilt zum Dorf Monstein und seht nach, was euch dort angeboten wird.
Sobald ihr eure Siedlung befestigt habt, solltet ihr das Kloster Castanna aufsuchen. Die Mönche dort benötigen eure Hilfe. Wenn ihr euch jetzt in das Dorf Friedfurt begebt, werden die Leute dort gern mit euch handeln. Sie hoffen, wir alle, dass ihr Frieden nach Gallos bringen werdet. Auf euren Befehl! Schon unterwegs. Das heißt, wir gehen erstmal dorthin und dann klappern wir alles rundherum ab. Also bis jetzt haben wir Gallos als Handelspartner. Dort könnten wir Kühe und Schafe kaufen. Was schon mal praktisch wäre. Wir hätten hier sogar mehr als genug Fläche für Schafs- und Kuhfelder. Also zwei Schafsherden, zwei Kuhherden oder jeweils drei würden vollkommen ausreichen. Verstanden. Das hier ist das Auf Kloster. Euren Befehl. Willkommen im Kloster. Sobald ihr eure Siedlung befestigt habt, solltet ihr das Kloster, ja. Wir müssen unser Kloster für die vielen Flüchtlinge sauber halten. Wir brauchen eure Hilfe. Bitte schickt uns Besen. Okay, das heißt, als nächstes sollten wir erstmal die Besen bekommen. Willkommen im Kloster Castanna. Wir bieten all denen Schutz, die der Tyrannei des Barons von Randalfingen entfliehen wollen. So, hier ist ein neutraler Sektor, aber ziemlich weit weg von uns. So, das heißt, wir beginnen jetzt mit der Besen- und Seifenproduktion. So, das sollte auch schon reichen. Also zwei Besenmacher, einen Seifenmacher. Wie viel Platz haben wir jetzt? 100. Okay, das sollte mehr als genug sein. Ja, und unser Fischer kommt leider bei Fischmachen nicht hinterher, aber Fisch wird ja eh nicht so sehr gegessen. Jetzt mehr Brot als Wurst gerade. Ja, nächstes Bedürfnis. Und das sind unsere nächsten Rechte. Auf euren Befehl. So, grün müsste der Feind sein, oder? Nee. Grün ist ein Dorf. Verstanden. Oder? Wer ist grün? Grün ist jemand, den wir noch nicht kennen. Ei! Wir müssen eh durch den grünen Sektor jetzt durchreiten, um zum Innern zu kommen. Okay. Und die Grünen sind nicht freundlich. Uns gegenüber. Zum Glück können wir aber vorhin wegreiten. Oh, und es wird Winter. Alles klar. Ei. Gut, irgendwie ist... Unser Lagerhaus ist für den Handel mit euch geöffnet. Wir verkaufen den besten Stein in ganz Gallos. Ja gut, wir haben einen eigenen Stein. Jetzt. Bitte baut eine Bogenmacherei und eine Bogenschützenkaserne, um ein Bataillon Bogenschützen auszubilden. Wir benötigen eure Bogenschützen, um unsere eigenen Truppen zu trainieren. Das Lagerhaus ist voll. Oh. Dann bauen wir es aus. Unser Ritter wird fallen. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Das ist aber kein Problem. Er spawnt ja in der Burg dann wieder, sobald der Timer abgelaufen ist. Und eine Bogenschützengesellung, die bei einem Bogenschützen benötigt, um Bogenschützen unsere eigenen Truppen zu trainieren. Jetzt haben wir nur das Problem, dass der Feind
Truppen. In dieser Dorf hat. Die müssen wir da unbedingt wieder rauslocken. Okay, wir sollten uns jetzt aber wirklich dann ums Militär kümmern. Das heißt... Ja, hier können wir überall nicht bauen, weil es uneben ist. Das heißt, wir müssen hier bauen. Ich arbeite für Anerkennung, nicht schnödes Gold. Ein neuer Titel wäre angemessen. Ja, nur leider musst du dafür auf dem Marktplatz sein und das kannst du gerade nicht. Dafür. Oh, du bist wieder da. Gut. Ei. Erst einmal schicke ich allerdings die Besen los. Ein Karren wurde ausgesandt. Und baue die Sachen weiter aus. So, das ist der Karren, der mir jetzt Besen holt. Genau. Bringt sie ins Lager und verschippert sie. So, das heißt... Ein neuer Titel, das verspricht neue Einnahmen. So, eine Gerberei. Und wir haben unser Maximum erreicht. Jawohl! 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 Oh, unser Karren wird einfach hier durchfahren. Wie ihr wünscht. Ich hoffe mal, die Grünen fangen den jetzt nicht ab. Das wäre ärgerlich. Wenn die den so einfach abfangen würden. Gut, letztes Dorf. Hey. Und eine zweite Gerberei, weil unsere Klamotten wären noch weniger. Ah, hier könnten wir auch Schafe erwerben. Aber ich glaube, das erwerben wir dann alles in Janusberg drüben, also Schafe und Kühe. Unser Lagerhaus steht euch für den Handel offen. Wir haben die besten Schafe in ganz Gallos. Im Gegenzug hoffen wir auf eure Hilfe, wenn wir sie benötigen. Kauft doch eine Schafherde in unserem Lagerhaus. Durch die Schuhe der Schafe gewinnt ihr Wolle, mit der ihr Wollkleidung weben könnt. Mhm. Ich kaufe aber gleich mal zwei. Ich zahle etwas weniger und erhalte etwas mehr. Ja, das wissen wir bereits, Elias. Danke, dass ihr eine Schafherde gekauft habt. Eure Schafe finden den Weg zu euren Territorien von allein. Jetzt, da wir eine Schafherde gekauft haben, müssen wir auch eine Schafsfarm bauen. Ich werde angegriffen! Von Wölfen. Mhm. Sollte er aber schaffen.